Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Final Fantasy 4. Wir sind hier bei Yangs Frau und wollen der mal erzählen, dass wir ihren Mann gefunden haben. Was? Mein Mann ist in der Unterwelt? Ich glaube es nicht. Was macht er ausgerechnet an einem solchen Ort? Oh. Nein, nein, ich weine nicht. Ich habe nur etwas im Auge. Dieser faule Taugenichts hier. Bratet ihm eins über, damit er wieder zu Sinnen kommt. Bratpfanne erhalten. Großartig. Ja, das muss Liebe sein. Wo können wir uns jetzt hier raus teleportieren? Einfach mal. Nee, können wir nicht. Ach ja, es hat übrigens ewig gedauert, bis ich den Weg wieder gefunden habe. Ich sollte aufhören, mich zu sehr darauf zu verlassen, wie ich dann, also mit der kompletten Lösung, wie ich zu laufen habe. ja. Aber ich habe es ja dann hinterher doch geschafft. Gut, dann wollen wir als nächstes, ja. Wir wollen hier raus. Und als nächstes machen wir uns dann auf den Weg in das Untergrund-Dings. Und ich werde das alles nicht rausschneiden. Das hat nämlich einen Grund. Ich habe nämlich einiges zu erzählen. Also eigentlich nicht, ist es nicht einiges, sondern nur eine Sache. Und darüber dann halt ein bisschen ausführlicher. Und dafür will ich dann halt das Video benutzen. Ich werde dazu noch ein Infovideo machen. Denn mein Vater ist der Tollste. Der hat sich Ewigkeit, Jahre, Monate, fast 10 Jahre oder so gegen schnelles Internet gewehrt und hat gesagt, nein, das gibt's nicht. Und ich hatte eigentlich immer nur so eine 2K-Leitung, eigentlich Tendenz mehr so zu 1,5, je nachdem, was das gerade für eine Laune war, von dem Internet. Und jetzt hat mein Vater allen erstes mal eben so eine 200K-Leitung sich aus dem Arsch gezogen. Und die haben wir jetzt hier. Danke. Ich wollte doch dahin. Und was soll ich sagen? Wow! Oh, okay, das haben wir. Ja gut, wir müssen ja nur den kurzen Weg gehen. Und jetzt kommt das eigentlich Interessante für euch. Ich werde wahrscheinlich mit Livestreams anfangen. Ich wollte eigentlich immer Livestreams machen, aber ja. Als ich noch in Bielefeld gewohnt habe, war das nicht so. Ja, nicht so meins ist nicht richtig formuliert. Es hat sich nicht angeboten. Ja, und mein PC war halt so schlecht. Da hatte ich zwar das Internet, aber mein PC war grottig. Und da ich ja den PC von Slicer geerbt habe, seinen alten, und einige neue Komponenten eingebaut habe, ist der PC jetzt unglaublich gut. Und, also für meine Verhältnisse unglaublich gut. Und, für Livestreams reicht ja auf jeden Fall. Und, naja, dann wollte ich jetzt halt mal so ein paar, wie soll ich sagen, Projektvorschläge machen. Ich hatte eh vor, ein Sims 4 Let's Play zu machen. Aber da ich es in Let's Plays immer, also ich finde, es ist notwendig, dass man, außer jetzt hier, dass man, ich sag mal, Fortschritt hat, ne? Dass man sieht, dass man am Ende des Parts was geschafft hat. Und weil. Ach stimmt, sie hat gar keine. Ach stimmt! Sie kann gar, hat gar keinen Basisangriff mehr. Ach verdammt, da war ja was. Moment, da muss ich mal ganz kurz gucken. Fertigkeiten. Ich habe bei dir echt Angriff weggenommen, ne? Ja, stimmt. Da war ja was. Wobei man bei dir eigentlich auch die Schwarzmagie weglassen kann, weil du ja die Beschwörbahn hast. Ja, komm. Wir machen das so lange. Aber ich hätte das gerne getauscht. Geht das? Okay. Dann mache ich hier Beschwören hin. Und hier dann wieder Angriff. So. Ach ja. Zu viele Fertigkeiten. Ja. Genau, Projekte. Jedenfalls hatte ich halt Sims 4 vor und habe mir halt gedacht, dass es vielleicht nicht so die beste Idee ist. Ja, also, ja, man muss halt, also Sims ist unglaublich viel mit
wie die Leute gerade drauf sind, wer die gerade über den Weg läuft. Und man kann sowas schlecht planen und dann halt auch mit Erfolg, dass in 20 Minuten da was Vernünftiges bei rumkommt. Deswegen fände ich so einen Livestream gar nicht schlecht. Da bin ich total frei, komplett ohne Druck. Ne? Kann da meine Häuser bauen oder was auch immer. Kann von euch Vorschläge annehmen, kann mit euch selbst Sims erstellen. Je nachdem, wie viele in dem Livestream sind, kann ich auch einzelne Personen dann in dem Moment erstellen, weil ich denke mal, am Anfang werde ich sowieso nicht so viele Leute zum Zuschauen bewegen, weil ich denke, es gibt genug andere Menschen, die Livestreams machen. Ja, auf jeden Fall, ich finde das total großartig. Und deshalb wäre halt Sims 4 schon mal so ein absoluter Top-Favorit von mir. Ich habe in dem Spiel, ich weiß gar nicht, ich habe es jetzt seit Januar oder so und ich habe schon fast 60 Spielstunden. Also ich finde, das ist ziemlich viel. dafür, dass ich eigentlich noch ziemlich viele andere Sachen zu tun habe. Aber ich kriege dann einfach mal irgendwann so ein Flash und denke, ach, ich spiele so ein bisschen Sims und dann eben doch nicht. Ach ja. Und was auch eine Option wäre, ich spiele momentan mit Seda und Lady und Lightning Borderlands und wir werden definitiv Borderlands 2 spielen und das wäre eigentlich auch eine Möglichkeit. Fertigkeit Feuerwirbel erhalten. Yay! Steht hier was? Okay. Jetzt möchte ich mich aber rausporten. Bitte. Braves Mädchen. Guck mal, das waren gerade mal 3 Minuten, die wir für den Weg gebraucht haben. Das. Okay, ich dachte schon, sie geht wieder in die Höhle rein. Das wäre es ja gewesen. So. Haben wir das abgehandelt? Ah, okay, wir müssen das Hovercraft wieder mitnehmen. So, mit B war das? Mit A? Mit A war es. Und dann wollen wir nach Mithril fliegen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, das war. Ich glaube, wenn wir andersrum fliegen, ist es kürzer. Naja, auf jeden Fall Borderlands 2 wäre eine Option, beziehungsweise Borderlands The Pre-Sequel. Das spiele ich ja eigentlich mit dem 26, 30, 28, 12. Aber der meinte eh schon, dass er wahrscheinlich öfters durchspielen wird. Und ich bin eigentlich auch in Versuchung, weil ich gerne auch diesen Handsome Jack ausprobieren möchte. Den ich total toll finde. Ah, okay, genau. Da in die Höhle wollen wir. So. Erst einmal das Ding runterlassen. Und dann bitte einmal landen. So. Ja, auf jeden Fall Borderlands wäre auch was, weil ich finde, Borderlands passt nicht auf meinen Kanal. Ich weiß auch nicht. Ja. Und dann halt so andere Sachen. Ne? Ich könnte mich an Super Meat Boy wieder versuchen. Und das dann halt auch. Dann die Aufzeichnungen auch hochladen. Weil Super Meat Boy ist etwas, was man alleine nicht durchsteht. Meiner Meinung nach zumindest. Ich weiß gar nicht, wie ich so weit gekommen bin. Alleine. Ja. Gut. Und hier bekommen wir jetzt... Hallo! Mein Vater ist leidenschaftlicher Tierschweifsammler. Er hat irgendein seltenes Erz gefunden, aber daran liegt ihm nichts. Nur Tierschweife machen ihn glücklich. Was wollt ihr hier? Verschwindet! Außer ihr bringt mir einen Schweif. Aber das kann ich ja wohl ausschließen. Gut, wir haben hier einen Rattenschwanz. Ach du meine Güte, einen Rattenschwanz! Nach so einem habe ich Jahre gesucht. Was sagst du dazu? Ich gebe dir dafür ein bisschen von dem Erz. Ein guter Tausch? Adamantit erhalten. Yeah. So, jetzt gucke ich noch mal links und rechts, weil ich weiß gar nicht, ob es hier noch was gibt. Aber das würde auch eingeblendet werden, ne? Aber vielleicht sind das irgendwelche Sachen, die wir so nebenbei ansprechen können. Nee, sieht schlecht aus. Die haben es echt gemütlich hier, ne? So mitten in der Höhle. Ich weiß ja nicht. Ach ja... So, dann haben wir das auch. Dann haben wir die schlimmsten Sachen eigentlich schon abgeschlossen. Moment. Obwohl, nein, das Allerschlimmste kommt erst noch. Die Bratpfanne einsetzen. So, wir waren an dem Ort, wo wir Edge gefunden haben. Wir waren beim Adamantit. Und jetzt würde ich gerne nach Baron Castle.
weil der Rest ist in der Unterwelt. Und wir machen das dann einfach mal systematisch. So. Brauchen wir das Ding eigentlich noch? Karte? Ach, nimm es einfach mit. Nimm's mit. Nimm's mit. Ach. Ach ja, ich bin so glücklich über das neue Internet. Also ich bekomme hier oben keine 200k, weil wir noch einen Repeater haben und mit meinem Internet. Und ich habe hier momentan irgendwie sowas mit einer 16k Leitung. So in etwa. Aber das reicht fürs Zoom eigentlich auch erstmal aus. So. So, bitte einmal das Bötchen absetzen. Und an uns absetzen, komm schon. Och Junge. Dankeschön. So, jetzt müssen wir hier in den Keller. Ich weiß aber nicht, wie wir hier hinkommen. Sagt irgendwas dazu? Nee. So, irgendwo in den Kellergewölben finden wir hier jetzt eine Beschwörung. Hier ist es wohl nicht. Weißt du was Neues? Nee. Ich guck mal ganz kurz. Zum östlichen Tower. Okay, zum östlichen Tower. Wie komme ich zum östlichen Tower? Ich gehe mal ganz kurz raus nochmal. Aber ich glaube, das ist ganz raus, ne? Also nie ohne Seife waschen. Also Osten ist auf jeden Fall rechts. Ja, ich muss mir da immer Eselsbrücken machen oder nie ohne Schokolade wandern. Ist ja auch noch. Ach ja. Oh. Rudi hat die beiden nie kennengelernt, ne? Ich glaube, ich bin hier falsch. Hm? Ja, bin ich, definitiv. So weit wollte ich gar nicht. Aber wo hätte ich dann abbiegen sollen, ne? Oh. Ich muss sagen, das tut echt jedes Mal weh. Wobei ich sagen muss, ne, bei der aktuellen Tendenz von gestorbenen Mitgliedern, die auf einmal wieder auftauchen, dürfte es eigentlich gar nicht so lange dauern, bis wir die auch wieder sehen. So, jetzt sind wir schon mal hier und jetzt kommen wir in den östlichen Turm. Ich glaube, hier waren wir eh noch nie wirklich, oder? Nee, hier waren wir noch nie. Stimmt, stimmt. Ich habe ja gesagt, das lohnt sich jetzt noch nicht, das machen wir irgendwann später. Ja. Es kann übrigens sein, dass wir den Kampf jetzt noch nicht schaffen, dass wir zu schwach sind. Aber andererseits bin ich einfach mal zuversichtlich. Ne? Wir haben immerhin Leviathan besiegt. Okay, dann waren wir auch noch zu fünft. Hm. Wir haben aber anderen noch zu fünft. Entschuldigung. Hm. Ich bin übrigens erkältet. Also es ist ein Wunder momentan, dass ich gar nicht so viel huste und meine Nase nicht so zu ist, dass ich mich recht normal anhöre. So. König von Baron. Da bist du ja. Immer noch mit Bindehautentzündung. Mein König. Cecil, sieh mich nicht mit so traurigen Augen an. Der Dämon hat mich niedergestreckt und mich meiner irdischen Hülle beraubt, aber mein Geist lebt fort, für alle Zeiten. Ich bin jetzt ein Beschwörbarer, und wenn mich die Beschwörerin, die dich begleitet, ruft, so bin ich zur Seite und bestrafe deine Feinde. Aber der Kodex gebietet es, dass ich dich zuerst auf die Probe stellen muss. Konzentriere dich, Cecil. Odin! Das kann ja jetzt was werden.
Warte mal. Wir testen das mal. Du beschwörst Ramu. Du schützt Rosa. Du castest als erstes Gemach. Ja, das überspringen wir jetzt. Warte mal, du machst hier, du kannst auch Blitz auch machen. So. Du machst. Na! Rotes. Ich weiß gar nicht, ob er, Und du machst. So. Du beschwörst. Nochmal Ramu. Ich weiß sogar gar nicht, wie viel Leben er hat. Greif einfach mal normal an. Nee, du machst am besten wieder dein Blitzgedöns. Ich werde die beiden einfach die ganze Zeit heilen lassen. Obwohl, du könntest mal Hast casten. Da. Auf. Julia. Und dann machst du Ninja-Künste und Blitzschlag. Und du beschwörst Ramu. Du machst Warnung, glaube ich, weil der Arm in der Höhe gefällt mir nicht. Du machst das schon mal wieder. Greif mal an. Also irgendwie läuft das gut, oder? Ich glaube, man hätte. Ach so, man kann von dem einen Dunkelheitsargument klauen. Ups. Ich wusste doch, dass man von dem was stehlen kann, aber hat. Fertigkeit, Fachmann. Yay, du bist stark geworden. Wie tapfer du bist, Hesse. Die Geschicke Barons. Nein, die der ganzen Welt ruhen jetzt in deinen Händen. Und ich hoffe, in meiner neuen Gestalt auch meinen Beitrag leisten zu können. Mein König. Aber wir haben ja irgendwas von dem geklaut. Daher hoffe ich einfach mal, dass das Richtige war. Gucken wir mal kurz. richtige Items. Schwarzkunst. Ja, ne? Das habe ich doch gut gemacht. Kann man ja gar nicht anders sagen. So. Damit bitte, Eure Majestät, helft uns bei. Was? Helft uns bei unserem Kampf. Einmal wechseln. Wacht über mich, mein König, so wie ihr es immer getan habt. Eure Majestät. Ihr seid für immer unser König. Von deiner Schwertkunst könnte ich noch was lernen. Ja, dann. Ach so, genau. Magic! Bitte? Nein, hier geht's mal wieder nicht. Warum kann man sich hier nicht raus teleportieren? Übrigens, Teleport ist ein Fluchtzauber, ne? Wenn man so drüber nachdenkt, hatten wir die ganze Zeit einen Fluchtzauber. Und ich habe ihn nur nicht genutzt. Wobei andererseits, wofür hätte ich es nutzen sollen? So. Dann fehlen ja nur noch zwei spaßige Dinge.
einmal das Adamantit. Warte mal, können wir den Knopf. Ja, das haben wir schon gemacht, ne? Ja. Und zum anderen dieser Käfig. Aber den Käfig schneide ich euch echt raus. Da tue ich euch nicht nochmal an, weil das ist ja so scheiße. Übrigens, jemand meinte, ich sollte doch mal gucken, ob ihr nicht vernünftige Ausrüstung hätte, die da die verhindert, dass ich hier so Resistenzen oder sowas habe. Aber ich meine, das ist die goldene Schleife und die kriegen wir erst am Ende des Spiels. Daher. So. Jetzt haben wir es gleich. Na komm schon. Mitnehmen bitte. Danke. Jetzt müssen wir wieder zu einem anderen Dings. Dann fliegen wir wieder in die Unterwelt und lassen uns was spielen. Ja. So, einmal das absetzen. Dieses ganze Flugzeug gewechselt. So, du war das. Rinder! So. Jetzt fliegen wir zu der Schmiede. Ich meine, die war direkt hier unten. Das kleine Örtchen. Moment. Hey Rüdiger, ich lasse mir ein Schwert anfertigen. Schön, dass du das Abenteuer liebst, aber nimm mich vor den Monstern in Acht. Kein Problem, mit so einem Schwert schreckt mich kein Monster. Naja, Leviathan wird sauer auf dich sein, wenn du dich Gefahr aussetzt. Ach, das ist nicht gut, überhaupt nicht gut. Dann solltest du dich aufmachen. Deine Freundin sorgt sich ja um dich. Okay, dann bis später. Besuch mich doch mal im Land der Beschwörbaren. Okay, gut. Wir werden auch noch ins Land der Beschwörbaren nochmal reisen. So, der Typ war, glaube ich, irgendwo hier. Dann zeigen wir ihm das. Adamantit. So. Das legendäre Erz Adamantit. Ich kann meinen Augen nicht trauen. Bitte, mein Freund, erlaube mir, deinem alten Schwert etwas neuen Glanz zu verleihen. Legendenklinge übergeben. Ach, das ist das Schwert, was wir hatten. Und was so scheiße war. Übe dich in Geduld. Okay. Wie lange dauert das jetzt? Soll später nochmal vorbeikommen. Habe ich mir fast gedacht. Gut, dann haben wir das jetzt auch gemacht. Ich fände es jetzt echt toll, wenn wir einfach so in das Land der Beschwörbaren kommen könnten. Jetzt haben wir ja seine beiden Freunde gefunden. Ne? Wobei das hier eigentlich recht schnell ging. Ja, bitte. Ich habe Angst vor den Monstern. Also los jetzt. Julia, du bist zurück. Okay, gut. Dann machen wir das doch jetzt noch, weil jetzt haben wir ja hier den Teleport. Und dann wollen wir mal in das Haus. Das müsste das hier gewesen sein.
Danke, Rüdiger. Ich bin so erleichtert, dass er wohl auf ist. Aber es sind noch mehr da draußen. Bitte, du musst sie finden. Hast du eine Ahnung, wo sie sein könnten? Ein anderer sagte etwas von einem tollen Ausblick. Ach, du Scheiße. Okay. Beschwörer. Toller Ausblick. Klammern. Berg. Okay. 6 meiner Freunde sind immer noch da draußen. Ich weiß, es wird schwer, aber du musst sie finden. 6 Stück! 6 Stück! Sind die denn bescheuert? Ach, du Kacke. Gut, dann... Mal, wo war denn das mit den beiden Teleportern? Von hier sind wir gekommen. Hier gibt es immer noch einen anderen Teleporter. Da ist er ja. Wie komme ich denn da jetzt hin? War das hier vorne in der Ecke? 6 seiner Freunde sind noch da draußen. Ich raste aus. Gut, nehmen wir doch den. Dann müsste hier unten irgendwo noch einer sein. Meh. Weg da. 6 seiner Freunde. Werde ich wahrscheinlich einfach mal googeln, wo die jetzt genau sind. Achso, hier war das, ne? So. Bitte einmal raus. Dankeschön. Gut, dann mache ich hier einen Schnitt. Und dann kloppe ich mich durch diesen scheiß grünen Dungeon. Ne? Und dann sehen wir uns bei Yang wieder. Bis dahin. Ciao!